Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge After Humans. In den letzten Folgen haben wir hier die Tinkers Schmelze gebastelt und ein paar Sachen schon mal eingeschmolzen. In der Zwischenzeit habe ich mir jetzt mal die ganzen... Wo haben wir es denn? Hier haben wir die Schablonen. Die habe ich benutzt und Stein. Werkzeug oder Steinteile gebastelt. Die habe ich dann einzeln hier reingelegt. Hab die Formen alle mit Duraluminium gegossen und so die ganzen Formen hier gegossen. Jetzt habe ich zweimal Barrengussform und sogar eine Nuggetgussform. Das ist ganz praktisch, um die ganzen Sachen hier möglichst hier. Zum Beispiel Eisen haben wir jetzt 128 drin. Und für einen Barren brauchen wir 144. Also nehmen wir jetzt einfach hier Nugget. Dafür brauchen wir 16. Dann können wir jetzt so lange Nugget rausholen, bis wir so 80. Das heißt, wir können noch 5 mal rausholen. Weil 16, 32, 48, 64 und 80. So, und jetzt müsste leer sein. Ja, in der letzten Folge hat es ziemlich gelackt und in den letzten Folgen allgemein ist der Ton irgendwie, wenn ich aufgehört habe zu reden, hatte der Ton ständig Aussetzer. Es kann sein, dass es irgendwie an, naja, einem falsch gesteckten Audiostecker lag oder ich weiß es nicht. Ich teste jetzt mal, ob es daran lag. Und ich weiß aber erst im Nachhinein der Folge, ob der Sound flüssig aufgenommen worden ist oder nicht. Zusätzlich hat die Schmelze irgendwie ziemlich Lags verursacht. Die Frames sind auf 16 teilweise runter. Ihr seht das zwar jetzt nicht. Oder nee, ich habe das Bild dann nicht mal richtig eingestellt. Moment, das muss ich mal kurz machen. Fensteraufnahme. Ah, das ist ja doof. Moment. Ich ziehe das mal kurz ein bisschen so, dass ihr das komplett sehen könnt. Ja, schon besser. Können wir ein Schloss wieder dran machen. So. Ja, auf jeden Fall sind die Frames ziemlich runtergegangen. Auf unter 30 teilweise oder 15. Und ich habe einfach mal nachgefragt. Ich habe heute... Naja, heute. Ich kann nicht heute sagen, weil ich ja die Videos erst ab Freitag hochlade. Also, ich rede jetzt von dem Freitag, wo die erste Folge hochgeladen wird. Oder Samstag sogar erst. Egal, vergesst, was ich sage. Ich habe auf jeden Fall ein Video von Debitor kommentiert und da mal nachgefragt, woran es liegen kann, dass die Frames so runtergehen durch die Schmelze. Und da habe ich auf jeden Fall Tipps bekommen, woran es liegen könnte. Und zwar hier bei den Mod-Optionen. Gibt es zum Beispiel Better Foliage, die kann man konfigurieren. Und dann gibt es hier Extra Leaves. Ich glaube, das sind diese fallenden Blätter. Die kann man ausmachen. Und dann Round Logs. Die kann man ausmachen. Die... Ich weiß nicht genau, was die machen. Auf jeden Fall sollen die ziemlich viel Leistung fressen. Deswegen sind sie jetzt aus. Zusätzlich habe ich jetzt endlich geschafft, Optifine ins Spiel reinzukriegen. Das war eigentlich total easy. Ich musste den Optifine-Mod einfach nur in den Mod-Ordner ziehen. Und ich dachte, ich müsste es wie bei einem normalen Minecraft den Mod, also Optifine, ausführen. Und dann, aber ich muss es einfach nur in den Mod-Dings da in den Ordner reinziehen. Und jetzt kann ich hier ein bisschen mehr Grafikeinstellungen einstellen. Hier habe ich die Sichtweite mal um 2 niedriger gemacht. Ist jetzt auf 10. Die maximale Bildrate 60 FPS. Ja, Qualität, Leistung. Ich habe nur das Problem, dass jetzt das Innere der Schmelze nicht mehr angezeigt wird. Ich kann hier zwar reingucken, was drin ist, aber ich sehe nicht mehr, was drin abläuft. Und auch wenn ich was schmelze, passiert nichts. Das ist voll doof. Und ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Egal. Wir haben hier auf jeden Fall einiges geschmolzen. Off-Cam.
Hier habe ich geguckt, dass meine ganzen Erze hier gelandet sind. So. Dann habe ich Weizen geerntet und ein paar Toast-Sandwiches gemacht. Ist eigentlich auch relativ uninteressant. Hauptsache, wir haben was zu futtern. Naja, auf 50 FPS laufen wir. Dann habe ich hier ein bisschen gegraben und ich habe ein paar von den Büschen schon mal gesetzt. Und jetzt können wir fleißig ernten. Oh, hier wächst gleich wieder was. Zack, zack, zack. Ist da was? Da. Sehr schön. Und irgendwie, ich habe die Grafikeinstellung resettet. Und jetzt renne ich nicht mehr mit Shift, sondern wenn ich, naja, wenn ich W doppelt drücke, dann kann ich rennen. Mit Shift kann ich jetzt ranzoomen. Ist voll geil. Guck mal, der Dorfbewohner da. Mann, hat er eine komische Fresse. Egal. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier die Aluminiumbeeren, Eisenbeeren, Kupferbeeren. Schmeißen wir rein. Und es passiert einfach nichts. Man sieht die Blöcke nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, an welchen Einstellungen das liegt. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal Daumen nach oben. Das werde ich jetzt öfter sagen. Das ist nämlich wichtig. Videos, die einem gefallen, sollte man immer einen schönen Daumen nach oben geben. Videos, die man nicht gut findet, Daumen nach unten und in die Kommentare schreiben, warum. Das verbessert so das Zusammenspiel der Community und vielleicht erhöht das auch die Videoqualität, wenn man den Leuten mitteilt, was man schlecht findet. So, und ich hatte gesagt, wir sollten mal die Bücher lesen. Deswegen werden wir jetzt mal eine kleine Leserunde einsetzen. So, Welteroberung mit Open Blocks. Alter, 106 Seiten. Egal, wir gucken einfach mal ganz kurz. Ne? Blöcke, Blöcke. Hier gibt es verschiedene Blöcke. Auto, Zaubertisch, bla bla bla. Schwamm. Auto, Zaubertisch, Auto, Amboss. Außer, dass er mit flüssigen EXP arbeitet und komplett automatisierbar ist. Blockbrecher. Wenn er ein Redstone-Signal bekommt, bricht der Blockmann den Block, den er ansieht. Bauhilfe. Blockplatzierer, Bärenfalle, Fahrstuhl, Dorfhighlighter, Farbmixer, Gerüst, Himmelsblock, großer Knopf. Oh. Ist ja witzig. Aha, egal. Weiter. Itemspender. Ach so. Okay. Leinwand. Rasensprenger, Fahrt, Schwamm, Strickleiter, Tank, Strickleiter, Vakuumtrichter. Ventilator. Verbesserte Bauhilfe. XP-Abfüllgerät. Das XP-Abfüllgerät nimmt flüssige XP und füllt sie in Glasflaschen, um Erfahrungsfläschchen herzustellen. XP-Gitter. Platziere ein XP-Gitter über einem Open Blocks Tank und stelle dich darauf. Deine XP werden in den Tank entleert, was dann für Blöcke wie den Autos genutzt werden kann. XP-Dusche? Was? Bringe eine XP-Dusche an einem Tank voller XP-Saft an und sie wird XP-Orbs ausschütten. Diese Orbs können von einem EXP-Gitter oder einer MFR-Kloake aufgesammelt. Zeichentisch. Items. Oh Mann. Ganz viele Items. Death 0. Big Metal Bar. Oh, das sind noch. Das ist ja teilweise Englisch. Epic Eraser. What? Every item had its own history. Don't you hate it? With this item you can scrub all traces in Epic Lore, your loot has collected over the years and then sell it on black market without worrying about evidence. Ja, okay. Da sind auf jeden Fall sehr viele Sachen erklärt. Das können wir uns mal ein andermal nochmal angucken. Materialien und du, Band 1, lernen zu basteln.
Ja, getting started. Ah, hier werden die ersten Sachen von Tinker's Construct erklärt. Das haben wir ja alles schon gebaut. Außer den Toolforge. Dafür brauchen wir 4 Eisenblöcke. Das können wir ja als nächstes in Angriff nehmen. Drying Rack. Sometimes in your travels you will happen upon the bush known as the Oreberry. They grow underground in dark areas and require close to complete darkness to produce anything. The berries can be melted down into nuggets and ingots, making them source of metals. Drying rack. Slime channels are useful for moving items or entering. Slime channel. Hä? Und wozu ist der Drying Rack? Ach so, ich glaube, die haben gar nichts miteinander zu tun, sondern das ist einfach nur auf der weiten gleichen. Eigentlich sollte Oreberry Bushes und dieses Bild auf eine Seite gehen. Das ist sinnvoller, aber egal. Punji Stick. Barrikade. Ah, hier haben wir es. Seared Brick. Smeltery Buch. Oh, if you ever find yourself without this book, a new one is simple to make. Other books can be made from this one as well. Interessantes Crafting-Rezept für Bücher. Hä? Das sind ja verschiedene Bücher. Aha. Ach so. Ach, das Buch. Das ist das Crafting-Rezept für dieses Buch. Materialien du 1, ne? Ach so, verstehe. Mighty Smelting, okay. Armor Modifiers. Tinkertisch. Night Vision. Apparently, carrots and juice are not only good for your eyes, but for your goggles as well. The night vision potion also helps. Effect night vision. Single use, stackable, no. Tinkertisch. Perfect dodge. Stealth. Featherfall. Waterwalk. Da sind ja einige geile Sachen drin. Ist ja geil, was man alles darauf craften kann. So, Materialien du Band 2. Table of Contents, Modifiers. Ah, hier, Modifiers. Sehr schön. Materialien. Pickaxe. Die einzelnen Sachen und was man braucht, um die zu craften. Chisel. Sense. The sky. Also Sense is well known for its large swinging area. It can be used to harvest crops, leaves and is a decent weapon. Natural abilities. Area of effect 3x3x3. Harvest in 3x3x3. Broad melee weapon. Geht ja ganz gut. Das sind die geilen Waffen. De Moment, 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 Moment. Chisel, damit kann man die Sachen halt vom Aussehen her umändern. Mit dem Hammer kann man 3x3 Areas abbauen. Also das ist eine Spitzhacke, die 3x3 abbaut. Die Lumber-Axe, die ist eine Axt, die 3x3. Ach, die macht sogar 3x3x3. This is a fallback if a tree is not found. Ah, und mit der Axt kann man einen Baum auf einmal fällen. Bis zu einer Höhe von 30. Und dem Excavator, mit dem kann man. Das ist eine Schippe, die 3x3 abbaut. Und das ist im Endeffekt eine Hacke, die 3x3 abbaut. Mit Cleaver, Battle Axe, Alter, da kann man so viele Sachen machen.
So. Und dann kann man hier nochmal reingucken, was die einzelnen Sachen noch können. Also aus Holz würde ich jetzt nicht unbedingt Materialien, also Werkzeug craften. Stein hat zum Beispiel Haltbarkeit 131, Abbaugeschwindigkeit 4.0, Abbaulevel Eisen. Also damit kann man Eisen abbauen. So, dann hier. Eisen hat schon eine Abbaugeschwindigkeit von 6.0. Griff, Haltbarkeit 250. Volle Haltbarkeit 325. Müssen wir mal ganz kurz... Mist. Ich weiß gar... Ha? Nein. Ach, verdammt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie man das einstellt. Optionen. Grafikeinstellungen. Ich habe keine Ahnung, wo das... Jetzt habe ich das gleiche Problem wie letztes Mal. Verdammt, Steuerung. Rückwärts geht schleichen. Cycle Mode. Change Tool Config Profile. Aber das ist von Draconic Evolution. Dunkelstahlrüstung. Inventar. Baubles. Nee. Inventory Sorting. Fullscreen. Herauszoomen. Einzoomen. Befehlszeile. Open Blocks. Rucksäcke. Alter. Nee, keine Ahnung. Ja. Ihr könnt mir das... Ja. Warum wird da die Haltbarkeit angezeigt und da nicht? Egal. Auf jeden Fall 325 müsste die Haltbarkeit sein bei dieser Eisenspitzhacke, die wir gecraftet haben. Gehen wir mal wieder nach vorne. Bis Eisen. Eisen, Eisen. Oh, jetzt sind wir schon zu weit. Ja, 325. Damit können wir Redstone abbauen. Ja. So, dann haben wir Flint. Das ist wiederum schlechter. Genau, das ist schlechter. Kaktus hat gezackt. Ich habe keine Ahnung, was die Materialeigenschaft gezackt macht. Dann kann man hier gucken. Bone ist jetzt auch nicht wirklich empfehlenswert. Obsidian hat keine wirkliche hohe Haltbarkeit. Aber die Abbaugeschwindigkeit ist höher als bei Eisen. Und damit kann man Obsidian abbauen. Das Abbaulevel ist viel größer. Versteckte Level. Also zum Beispiel könnte man einen Eisenkopf nehmen und eine Obsidianbindung oder einen Werkzeuggriff. Dann hat man, ich glaube, Abbau Level 3. Dann Alumit hier, Geschwindigkeit, Abbau Level 4. Damit kann man Kobalt aus dem Nether abbauen. Und Haltbarkeit 700. Alumit, da muss ich mal gleich gucken, wie man Alumit machen kann. Netherrack hat auch eine schlechte Haltbarkeit. Griffmodifikator mal 1,3 mal 1. Ich glaube, dieser Griffmodifikator gibt an, wie viel Modifikation man drauf machen kann. Hat wieder nicht so gutes Abbau-Level. Okay, dann gucken wir Blue Slime. Boah, Blue Slime hat eine richtig hohe Haltbarkeit. Aber damit kann man so gut wie nichts abbauen. Das heißt,
Wenn man die Haltbarkeit hochschrauben will, kann man Blue Slime nehmen. So, Slime, Slime, Slime. Hier, Papier. Papierstapel. Sehr schön. Materialeigenschaft beschreibbar. Ein Modifikator extra. Hat eine super schlechte Haltbarkeit, aber wenn ihr mehrere Modifikator auf eure Sachen drauf machen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel eine Papierbindung nehmen. Und dann haben wir hier Kobalt. Hat, ich glaube, Kobalt hat die geilsten... Ah, hier, höhere Abbaugeschwindigkeit auf jeden Fall. Ardit. Manillum. Genau, Manillum. Manillum. Genau, Manillum. Hat die besten Eigenschaften. Stahl kann man auch, Bronze kann man, Schweineisen. Ich habe keine Ahnung, wie man Schweineisen macht. Aber Schweineisen hat, naja. Wir bauen uns erstmal eine Eisendinger. Genau. Und ihr, die mächtige Schmelzerei. Sorry, wenn ich euch jetzt mit den Büchern nerve. Aber wir gucken uns die einmal durch. Und dann geht's die nächsten Parts halt weiter mit den Dings da. Und wenn der Ton jetzt doch schlecht ist, dann kann ich die Folge immer nochmal aufnehmen, weil wir ja hier nur standen und die Bücher gelesen haben. Bei Trulmuggen, Introduction, bla bla bla. Hier steht, was man alles benutzen kann. Ist natürlich alles auf Englisch. Hier steht, wie man die baut. Das habe ich euch längst schon gezeigt. Dann hier steht auch Bronze, made von Copper and Tin. Das kann man alles aus der Liste rauspicken. Das ist auch nicht so schlimm. Schweineisen. Pick Iron, made from Iron, Blood and Emeralds. Viel zu teuer. Aluminium, Iron, Obsidian. Ach so, das ist... Malle, Kobalt und Ardit. Okay. Blood, damaging entity in the smeltery liquid, melting down. Glue, melting down horses in the smeltery. Was? Slime, found a slime, found on its function as spawner. Ender, either melting down ender pearls or enderman. Wir schmeißen einfach einen Enderman in die Schmelze, kein Problem. Hier, da da da. Alles nochmal beschrieben. Die einzelnen Teile. Dann steht, was man hier alles schmelzen kann. Brownstone. Wofür man auch immer Brownstone braucht. Clear Glass könnten wir machen, wenn wir uns dann ein Haus bauen wollen. Glue Ball. Resonantes Ender. Oh, das war's. Und wir haben noch Tinkers Waffen. Hier stehen die ganzen Waffen. Oh, cool. Hier steht nur beschrieben, was die einzelnen Waffen sind und was sie können. Aber das brauchen wir jetzt nicht vorlesen. Unwichtig. Oh, geschafft. So, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Eisenspitzhacke, wie man die modifiziert. Ich habe nämlich ein bisschen Redstone gefunden, 19 Stück. Das ist zwar nicht so viel, aber immerhin, oder? Vielleicht kann man Certus Quartz auch benutzen. Ich weiß es nicht. Wir schauen jetzt einfach mal. Wir legen einfach die Spitzhacke da rein, Bernstein da rein und Bernstein kann nichts. Certus Quartz kann nichts, aber Redstone kann. So, und zwar erhöht Redstone die Abbaugeschwindigkeit um 0,8 oder 0,08. Und man kann 50 Redstone drauf machen. Und die Hacke kriegt auch noch so einen kleinen roten Punkt. Das nennt sich dann Eile. Jetzt 6,32, 6,48, 6,64, 6,8, 7,12, 7,28, 4,4 und Abbaugeschwindigkeit 7,5. Wir haben die Abbaugeschwindigkeit jetzt um 1,5 erhöht. Das ist schon mal geil. So. Hier haben wir schon mal konzentrierte Essenzbeeren. Aber was wir jetzt machen ist, die restlichen Büsche mal setzen. Wo sind sie denn? Essenzbeerenbusch, Aluminiumbeerenbusch. Und diese braune Flüssigkeit da hinten, das ist Gülle.
Das ist einfach mal Gülle. Ich dachte, das ist Schlamm oder so. Aber das ist einfach mal ekelhafte Gülle. Ich habe einen Eimer abgefüllt und den Rest habe ich zugebaut. Ich hoffe, da verrecken keine Tiere mehr drin. Da mussten einige Tiere ihr Leben lassen. Dann kann man hier, das kann ich euch auch mal ganz kurz zeigen, Yellowreed und Zinnober kann man nicht in Tinkers Schmelze. Kann man nicht in Tinkers Schmelze schmelzen? Das muss man im Ofen schmelzen. Machen wir jetzt einfach mal, damit ihr das seht. Und dann können wir. Ja, ich bin bei 40 FPS. Naja. FPS. So. Nochmal ein bisschen Toast. Toasten. So. Und dann kann man hier gucken. Da kommt Quecksilber raus. Das ist von Taumkraft. Und Yellorium-Barren sind von Big Reactors. Ich glaube, Yellorium braucht man, um Reaktoren anzufeuern. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Moment mal. Ich habe doch eigentlich in den Grafikeinstellungen bei Qualität dynamische Beleuchtung schnell. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich schön mit der Fackel leuchten, ohne eine Fackel setzen zu müssen. Das ist geil. Also dynamische Beleuchtung, super geil. So. Können wir nehmen. Das ist noch nicht gewachsen. Aber jetzt sagen wir, bauen einfach mal in die Richtung weiter. Oh. Das Geile ist, man kriegt ja Schaden durch die Büsche, ne? Wenn man so daneben steht, kriegt man noch keinen Schaden. Aber wenn man in die reingeht, dann kriegt man Schaden. Das heißt, wenn ihr die 1 höher setzt als ihr selbst, dann kriegt ihr keinen Schaden. Nur wenn ihr drin steht. Autsch. Zum Beispiel jetzt. Das da oben nehmen wir mal alles mit. Gleich kriege ich Kies auf den Kopf. Ich wette mit euch. Doch nicht. Hätte ja sein können. Jetzt müssen wir auf jeden Fall hier den Gabbro-Pflasterstein kurz benutzen, weil die Büsche kann man nur oben drauf setzen. Kann man nur auf andere Blöcke drauf setzen. Das wollte ich sagen. Gut. Setzen wir noch schnell die Büsche. Wie viele Büsche haben wir eigentlich? Oh, viel zu viele. Wie soll ich denn die alle? Ich glaube, ich baue das mal hier um die Ecke. Oder? Ja, ich baue das um die Ecke. Dann verbrauchst du nicht so viel Platz. In die Ecke baue ich jetzt mal keine. So, jetzt bauen wir uns mal hoch. Jetzt können wir Aluminiumbeeren da drauf setzen. Ah gut, die Essenzbeeren machen wir jetzt einfach mal dahin. Dann ist ein bisschen sortenrein. Ich habe sowieso schon die ganzen Beeren durcheinander gesetzt. Sobald wir genug Büsche haben. Sobald wir genug Büsche haben, werde ich auch mal die eh wieder abbauen und die Sorten reinsetzen. Weil das, was wir hier bauen, ist sowieso alles erstmal vorübergehend. Wir haben noch nicht mal ein Haus gebaut. Wir haben gar nichts gebaut. Wir haben bis jetzt nur die Schmelze, die eh schon zur Hälfte fertig war, genommen. Das ist auf jeden Fall praktisch, so die Büsche zu setzen. So kriegt man sie auf jeden Fall gesetzt. Ah, da. Ey, da ist schon wieder ein Dorfbewohner unten. Sind die denn lebensmüde? Den hole ich jetzt nicht hoch. Ist mir egal. So, alle Büsche gesetzt. Bauen wir das noch ab. Ja, die Haltbarkeit von der Hacke lässt auf jeden Fall zu wünschen übrig. Wenn man Diamant draufhaut, dann
hat die auf jeden Fall 500 extra Haltbarkeit. Mal so. Ach, der Bernstein ist auch von Tomcraft. Biomes of Plenty. Tinker's Construct. Zinn Nugget. Nugget. Applied Energistics. Machen wir mal nur die Sachen, die auch dahin gehören. Hin gehören. Haben wir drin. So. Bam. Passt. Ja, wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man das umstellt mit dem... Oh, das Kupfererz, genau. Wenn ihr wisst, wie man das umstellt, dass man trotzdem in den Reaktor... Ach, Reaktor, was laber ich? Hier in den... in die Schmelzerei reingucken kann. Könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. Es sei denn, das sorgt wieder dafür, dass meine Frames runterdroppen. Dann lasse ich es einfach aus. Wir wissen ja, wofür er da ist. Und... Duraluminium. Was ja funktioniert ist, dass das hier läuft. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, wenn ich... Optionen. Grafikeinstellungen. Animation. Nein, nicht Details. Nein, Leistung. Hier, wenn ich auf schnelle Mathematik, beziehungsweise wenn ich auf schnelles Rendern gehe und das alles schnell gerendert werden soll, dann flackert das. Die Platte flackert und die Lava flackert. Deswegen habe ich schnelles Rendern aus. Ja. Gut. Wir sind auf jeden Fall über 30 Minuten. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen nach unten und unten in die Kommentare schreiben, warum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute und vielen Dank fürs Einschalten.